Ich weiß genau, wer diesen Löffel haben braucht. Wir können uns ja an den freundlichen Mann im Keller erinnern, ne? Der freundliche Mann im Keller. Schubidi-ba. Bubidi-boo. Schubidi-ba. Da kommt der nächste Ausgang. So. Wir können ja mal zuhören, was Poki so erzählt, während wir da rumfahren. Die Berganstalt von Dr. Marcel verfügt über ein Wäscheliftsystem, das die Patienten benutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, hinter dem Rücken der Wächter. Das Wäscheliftsystem wird von Herrn Mantel bewohnt. Der wohnt in einem Regenschirm, in einem aufgespannten, den er mit den nötigsten persönlichen Gegenständen wie Zahnbürsten und einem Wecker und so weiter ausgestattet hat. Und Herr Mantel hat so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, dass alle Farbpigmente aus ihm ausgelaufen sind. Der ganze Sachverhalt ist so krude und an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, warum mich nie jemand danach gefragt hat, was das überhaupt alles für ein Quatsch ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich sind einfach so viele bescheuerte Annahmen getroffen worden von mir hier an dieser Stelle, dass man einfach abschaltet und denkt so, ach egal, jetzt akzeptiere ich das auch noch. Und so kam es nie dazu, dass mich irgendjemand gefragt hat, ob es überhaupt sowas wie Wäscheliftsysteme gibt in alten Häusern. Wahrscheinlich nicht. Aber der Raum ist ein gutes Beispiel dafür, mit wie wenig Animationen man halt Bewegungsillusionen erzeugen kann. Ja. Da ist halt nur immer eine Grafik im Hintergrund vorbeigeschoben. Eine nette Sache, die ich noch erzählen kann, ist, dass Jens Andresen, der den Herrn Mantel gesprochen hat, zu den Aufnahmen extra so ein falsches Gebiss mitgebracht hat. Falsche Zähne, damit, weil er mit dem Gebiss halt irgendwie so klang, als hätte er keine Zähne mehr. Tatsächlich hat er also zweimal zwei Zahnsätze im Mund und nicht keine Zähne. Jens hat die Zähne übrigens zu den Aufnahmen von Harveys Neue Augen wieder mitgebracht. Wahrscheinlich hatte er sie 3-4 Jahre lang nicht im Mund. Hoffen wir mal, dass er genügend Corriga-Tabs hatte. Ja. So. Da kam der nächste Ausgang. Ba-da-ba-ba. Hallo? Da kommt der nächste. Ja. So, runter mit dir. So, ab in den Keller. Ab in den Keller mit dir, Mädchen. Zu meiner anderen Puppen. Bitte was? Los, Mädchen. Hier, hi. Warte. Schade, darauf lässt... Hallo? Ist da jemand? Huch. Ja, da ist jemand. Was gibt es? Ich habe da etwas, das du vielleicht ich habe Löffel für dich. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Na, was soll es? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Hör mal, beschwer dich nicht. Ja, eigentlich eine okay, meiner nee, jetzt reicht's. Huch. Nein, danke. Dreck. Tonerde. Was hältst du von Sandkuchen? Wird es ein... Ich fürchte, die Reißzähne sind mir auch... Dann muss ich... Upp. Ich hab da schon wieder geskippt, ne? Eigentlich ein sehr hübscher Screen, atmosphärisch mit der Beleuchtung des Ofens, aber im Endeffekt irgendwas stört mich daran. Ich finde den Ofen zu altmodisch. Ich glaube, da müsste man eigentlich mal in die Anstalt ein neues Heizungssystem einbauen. Eigentlich müsste da mal ein neues Heizungssystem in die Anstalt. Ja. Ja. Ich denke, ich werde mal einen Brief an Dr. Marcel schreiben. Neues Heizungssystem für die Anstalt. Ja, werde ich auch machen. Gleich nachdem ich raus bin. Oder nachdem Edna raus ist. Ich werde hier niemals rausfinden. Ich möchte das Augenmerk auf die Fußmatte richten.
die tatsächlich auf dem Weg nach draußen liegt und auf der die Worte Willkommen stehen, so dass man sie lesen kann, wenn man nach draußen geht. Das so viel heißt wie hau bloß ab. Das ist halt irgendwie so ein Gag ist, über den ich mal sehr gelacht habe. Also ich weiß gar nicht, das muss irgendwie, als ich 14 war oder so. Ich habe mich an diese Geschichte erinnert, die mir mein damals bester Freund wir haben die zusammen ersponnen oder so, um halt irgendwie bei Leuten, bei denen man so überhaupt nicht willkommen ist, halt uns vorzustellen, wie die ihre Fußmatten auslegen würden und sie würden es genau so tun. Da haben wir damals sehr viel drüber gelacht, das weiß ich noch. Und deswegen habe ich auch diese Fußmatte hier reingezeichnet. Hat niemand verstanden. Niemand verstanden. Ich wünschte, ich wäre wieder 14. Wünschten wir das nicht alle? Oder wünschen wir uns das nicht alle? So, jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Jetzt habe ich wieder den Inventarbalk. Hallo? Inventar? Hallo? Die Erde ist zu trocken für einen Schlüsselabdruck. Können wir die vielleicht irgendwie nass machen? Hallo? Ich verstehe es nicht, wo Edna manchmal lang geht, ne? Ihr seht ja, wo ich lang klicke. Können wir die Erde vielleicht unter Wasser nass machen? So. Können wir die Erde quasi säubern? Oh. Ich glaube, ich habe alle Screens so gezeichnet, dass wenn man halt nicht genau hinguckt, sie einigermaßen korrekt aussehen. Wenn man aber ganz genau hinguckt und hier zum Beispiel das Bodenmuster, dann sieht man halt irgendwie, wie viel Einfallslosigkeit da reingeflossen ist. Akribisch habe ich diese Linien alle per Hand gezogen. Das muss irgendwann passiert sein. Ich habe übrigens damals noch nicht mit Zeichentablett gearbeitet, sondern mit Fineliner und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Linien gemacht habe. Habe ich die nochmal extra eingescannt? Ich habe halt die Hintergründe auf Papier gezeichnet mit Bleistift und ich glaube, die muss ich extra eingescannt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die mit der Maus gezogen habe. Nass schreibt er nicht mehr. Ich glaube, die sind im zweiten Scan mitgekommen. Ja. Habe ich die Farbe von dieser zweiten Farbe nochmal mitmarkiert und reinkopiert und halt irgendwie die Farbe verändert. Bescheuert. Dieser Kugel. Vollkommen bescheuert. Aha. Mist. Oh. So, wir haben jetzt falsche Tonerde. Guck mal, Harvey. Der Abdruck von der Unterschrift des Barmanns. Das ist die Idee. Wir füllen ihn mit Tinte und lassen die Tinte fest werden. Dann nehmen wir die festgewordene Tinte vorsichtig heraus und legen sie auf ein Stück Papier. Jeder wird denken, der Barmann hätte darauf unterschrieben. Dann könnte ich eigentlich auch direkt auf dem Papier unterschreiben, oder? Jeder auf seine Weise. Ja. Warte, nein, Schlüssel. Hey, damit kriege ich einen prima Schlüsselabdruck hin. Das müsste sich doch irgendwie einsetzen lassen. Haben wir jetzt einen? Nee. Dann gehen wir versuchen, uns zum Generalschlüssel zu gehen. Und gehe zu... Nein. Gehe da rein. Und unten ist ja der Ofen, ne? Weil das ist ja jetzt matschig. Gute Idee. Ich nehme einen Abdruck vom Schlüssel. Hey! Finger weg. Mist. So komme ich nicht nah genug ran, ohne dass er mich sieht. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Brauchst du ein unterschriebenes Therapieformular? Wenn du noch lange nervst, dann ja. Ich glaube nicht, dass er mich dann für den Doktor hält. Ich störe jetzt. Fass dich. Ich bin nicht der. Ach ja?
bin ein Geräuschimitator, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Was? Gluck, 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 gluck. Lass das. Oh. Gluck, 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 gluck. Lass das. Psst. Lass das. Klunk, 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 klunk. Lass das! Lass das! Blub, 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 blub. Lass das! Wusch! Lass das! Die Vorstellung. Ja. Ich lass dich. Wir müssen irgendwie, müssen wir den da wegkriegen. Irgendwie müssen wir den da wegkriegen. Ein Klump. Man soll. Wir gehen erstmal runter. Ich habe gesagt runter. Wie kriegen wir den denn auf Klo? Irgendwie müssen wir den da doch wegkriegen. Wir lassen uns erstmal wieder einsperren. Oh. Hey, dir. Ich habe. Im der du bei du du ohne ich. Ja, ja. So. Und. So. Weiter geht's. Hier rein. So, so. Du bist also zu. So! Jetzt geht's weiter. Als wievielter wurdest du. Das ist neu, oder? Was sagt der König Adrian? Ja, Adrians Kissenburg. Tatsächlich eine Anlehnung meiner Kindheit. Wir haben früher häufig bei uns zu Hause halt irgendwie Kissenburg, ja. Natürlich in viel kleinerem Stil als die hier, gebaut in unseren Kinderzimmern. Also, ich hatte 3 Geschwister. Und tatsächlich erkenne ich hier auch, ich weiß gar nicht, ob ich beim Zeichnen bewusst daran gedacht habe, aber hier tatsächlich einige Polster und Gegenstände, die wir auch bei uns zu Hause als Rohstoffe für unsere Burgen hatten. Interessanterweise ist dieser Fellteppich und dieser komische Sitzschnöpel in der Mitte, der kommt eher aus dem Haus von einem Sandkastenfreund von mir, also einem Nachbarnjungen, der, mit dem ich dann häufiger auch zu Grundschulzeiten übernachten durfte. Die hatten eher solche Materialien. Wahrscheinlich hatten die einfach die besseren Rohstoffe bei sich zu Hause, um Kissenburgen zu bauen. Die hatten auch so einen Perlenvorhang, merke ich gerade. Den hatten wir auch nicht bei uns. Die hatten echt viel bessere Sachen, um Kissenburgen zu bauen. Kein Wunder, dass unsere Kissenburgen nie so groß geworden sind. Scheiße. So, weiter geht's. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn sonst? Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Naja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Ein Hund. Ein Hund wäre grün. Grün. Ha! Weit gefehlt!
Was? Als Ha und Hol, Dann sage ich jetzt mal rot. Rot. Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so. So verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja. Ich werde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss unter Kontrolle unternehmen. Genau. Hey. Danke. Bitte. Geholfen. Ich will es noch einmal versuchen. Können wir das jetzt noch mal probieren? So sei es. Kopf. Kopf. Tatsächlich. Jetzt nicht. Was ist das? Ja! Das kann nicht ja! sein. Ja! Es ist Kopf. Ja! Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl... Edna is the King! Edna is the King! King, 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 King! King Kong vielleicht. Gib mir die Medaille, du Kanaille! Dein Thron gehört jetzt mir! Wow, die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Besiege König Adrian! Ja, Mann! Du, was? Roggebecher! Was sagst du? Gram gebeugt? Tja... Da lasse ich ihn wohl lieber noch einen Augenblick in seinem Elend allein, bevor ich auch noch meinen rechtmäßigen Thron einfordere. Roggebecher. Was sagst du? Gram, bevor... So, ich habe jetzt... Jetzt haben wir... Unser Inventar ist so zugemüllt, ne? Jetzt habe ich den Abdruck der... Wir müssen irgendwie noch dafür sorgen, dass unser Herr... Hallo, Edna. So. Unser Herr Wachtmeister da weggeht. Die Sache ist... Die Figur des Neurotikers, also des schreckhaften Insassen, der da in der Ecke sitzt... Habe ich übrigens schon zu Schulzeiten so ähnlich gezeichnet. Allerdings hatte die damals keine wirkliche Rolle. Ich habe sie einfach nur gezeichnet, glaube ich. Ich habe sie wirklich nur gezeichnet. Aber was im Spiel nicht so gut rauskommt, ist halt seine Interaktion mit dem Kontrolleur, der ihn halt die ganze Zeit über anschreit. Also der halt einfach irgendwie ein Choleriker ist und halt gerne rumschreit und halt andauernd wieder die Fassung verliert. Und dass der Neurotiker deswegen Neurotiker ist, weil die beiden halt einfach sich im selben Raum aufhalten. Sehr lustig waren hingegen die Sprachaufnahmen mit dem Sprecher, der auch wie hieß der denn jetzt auch gleich? Baumann hieß er. Dem ich halt den Zettel gegeben habe mit den Texten für den Neurotiker. Das waren halt für mich einfach alles nur so random Ausrufe. Also so zufällig dahergeschriebene. Ich musste halt ein bisschen variieren und ich dachte, ich gebe ihm das so in die Hand und er variiert halt ein paar Schreckensrufe so. So. Und so ging halt auch die ersten 30 oder 40, es gibt ja im ersten Kapitel halt fast, also über 60 Items, die man halt im Inventar haben kann und ich glaube über 40 davon gleichzeitig und halt in diesem Spielteil glaube ich auch schon etwa ein bisschen über 40, die man halt theoretisch mit dem Neurotiker kombinieren kann. Und entsprechend habe ich halt da randommäßig irgendwie 40 Reaktionen schreiben müssen und nach irgendwie zwei Dritteln ist mir halt irgendwie Lust ausgegangen oder mir ist keine Variation mehr zu A, I, U beim Schreiben eingefallen und hab dann dafür halt so ein Bock, Bock, Bock und ein Eieieiei und Ecki, Ecki, Ecki so eingebaut. Und das war dann auch die Stelle bei den Aufnahmen, das hatte ich schon längst wieder vergessen, ich hab ihm halt einfach nur den Zettel gegeben und dachte, er improvisiert jetzt ein bisschen. Und er nahm den Zettel so ganz seriös und fing an, das runterzulesen. Und dann bei dem Ecki, Ecki, Ecki und dem Bock, Bock, Bock fiel mir dann auf, meine Güte,
der liest ja ab. Hat wirklich den Text, laut Textliste gemacht. Und jedes so abgewechselt. Aber wir haben trotzdem alle 40 Kombinationen in einem Take aufgenommen. Die haben wir dann nachher nur noch zerschnipseln müssen. Sehr guter Mann. Sehr guter Mann. So, weiter geht's. Wir müssen den irgendwie ablenken. Irgendwie müssen wir den Typen ablenken. Da kommt der nächste Ausgang. Warte. Warum können wir eigentlich die Lichter an- und ausschalten? Und los geht's! Hat das irgendeinen Grund? Ich mach mal hier jetzt aus.